Hallihallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Und ich spiele den Bill Overbeck mit seinen einzigartigen Perks, mit den lehrbaren Perks von Bill. Und wir spielen gegen Kotzi, da ist so ein Brunnen, habe ich schon gehört. Da ist die korrupte Intervention drauf. Gut, die wird wahrscheinlich auch bei dem hier im Keller drauf sein. Ich gehe mal gucken. Schön, dann mache ich mal die Kiste auf. Ja, die Perks von Bill Overbeck sind unbeugsam, das ist das Perk links. Mit unbeugsam kann ich mich selbst vom Boden einmal in der Runde vom Boden aufheben. Und ansonsten kann ich mich bis zu 35% schneller heilen, wenn ich im Todesstatus bin. Ein sehr gutes, hilfreiches Perk. Keine Totems hier. Alle Türen sind zu. Hallo. Nee. Dann gehe ich mal hier hinten rüber. So, geliehene Zeit nehme ich super gerne mit. Es ist immer gut, geliehene Zeit einmal in der Runde dabei zu haben. Mit geliehener Zeit kann man einen Überlebenden von einem Haken retten. Im Terrorradius des Killers. Oh, nervt korrupte Intervention. Drei Gens werden gesperrt, ne? Die, die am nächsten zu, nee, am weitesten weg zur Killerin sind. Und? An welchen Gens laufe ich vorbei? Ah, aber sicher. Warum denn auch nicht? Ja, sie hat mich ja schreien hören. Das heißt, sie wird hier gucken, kommen. Überall wird sie jetzt nach mir suchen. Ah, okay. Ist sie hinter mir her? Nee. Hat den Motor hier angekotzt, aber weißt du was, Kotzi? Das macht mir gar nichts. Vielleicht schon. Ja, Kotzen bringt jetzt nichts mehr. Ja, ich bin auch schon voll gekotzt. Und ich laufe übrigens überall dagegen. Pop. Okay, wo ist sie? Weit weg. Ich renne mal einfach weiter. Da haben welche am Gen gearbeitet. Ja. Also, sie hat ein Add-on. Jeder, der voll gekotzt ist, hat den gebrochenen Status und kann sich nicht heilen. Aber ihr habt ja schon gemerkt, sie hat versucht, mich noch mehr und mehr voll zu kotzen. Und es hat gar nichts gebracht. Deswegen hat sie die Jagd quasi nur verlängert. Da oben heilt sich jemand erstmal. Sehr schlau, ja. Mit geliehener Zeit kann man jemanden vom Haken retten. Und derjenige kriegt dann den Status Eile für 15 Sekunden. Und eine Art Schutzmantel. Wow, zwei Gens fertig. Mega stark. Für bis zu 20 Sekunden. Danke. Hier ist ein roter Brunnen direkt. Oh, die Leute heilen sich. Ja. Heilen oder nicht heilen. Ne? Wenn einer sich heilt, ist es am schlauesten, dass alle sich heilen. Andererseits gibt ihr das mehr Blutkotze zur Verfügung.
Aber ich will jetzt erstmal hier einen Gen durchziehen. Ja, und wenn man mit Galina Zeit gerettet hat und dieser Schutzmantel aktiv ist und der Killer einen dann nochmal schlägt, ich kann mich hier gar nicht verstecken, das ist so lächerlich. Diese Stinkwolke, ne? Wird man in den Status tiefe Wunden versetzt. Ja, das heißt, man hat dann noch mal ein bisschen mehr Zeit. So, sie hat Blutkotze. Aufgeladen. Heile ich mich jetzt? Bringt auch Punkte, ne? Eigentlich... Ja, er hat sich auch geheilt. Mache ich auch. Dann bin ich zumindest ein bisschen leiser, obwohl das auch egal ist hier am anderen Ende der Map. Ich gehe mal retten. Er ist tot. Sie macht hier die Wand auf. Ich bin gar nicht da. Da ist die Luke. Ja. Luke, gutes Stichwort. Mit zurückgelassen. Wenn alle Überlebenden tot sind, kann ich mit zurückgelassen im Radius von bis zu 32 Metern die Aura der Luke sehen. Ich habe irgendwie... Ich gehe mal hier rein. Das war zu spät. Piff. Mal gucken. Wurde gehittet. Ich muss retten gehen. Ja, und so kann ich dann aus der Luke entschwinden, wenn ich der Letzte bin. Geliehene Zeit und Unwirksam sind beides Perks, die echt gut sind. Ist bei mir irgendwo hier in der Nähe. Dort. Lädt jetzt Blutkotze auf. Damit hat sie jetzt einen One-Hit quasi. Mit der Kotze. Und immer wenn man sich an so einem Brunnen geheilt hat, mal gucken. Nee. Ich habe aufgehört zu rennen in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht die Schränke kontrolliert. Tritt gegen den Gen. Hat die Luke gefunden. Geht weg. Die beiden haben sich auch geheilt wieder. Warum ist hier denn so laut? Das ist ja mega laut, wenn man oben steht.
Wow. Ziehen. Ist egal, ist egal, ist egal. Ich kann jetzt richtig schön weit weglaufen, weil das eine sehr sichere Palette war. Ich häng fest. Ich häng erst zum zweiten Mal, glaube ich. Oder? Mal schauen. Ja. Sie ist unten leider immer noch nicht fertig. Immer noch nicht. Aber ich glaube, bestimmt schon 3 Sekunden geholfen dabei. Ja, und sie war auch fleißig an dem Gen. Okay, kommt sie mich jetzt, weil sie wurde doch gejagt gerade. Danke. Mann, ey. Ich hasse dieses Rumgebagge. Ist sie jetzt hinter mir her? Die anderen heilen sich auch die ganze Zeit, also heile ich mich auch. Es klaut halt auch Zeit. Aber, puh, ja, was soll ich machen? Ist hier unten noch einer drin, der noch nicht fertig ist, zufällig? Nee, der ist auch schon fertig. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Gen finde. Sie hat wieder die Blutkotze aufgeladen. Gucken. Die Obsession wird gejagt. Ich finde echt keinen anderen Gen mehr. Da flackert das Licht. Das bedeutet, dass da noch einer drin ist. Hälfte. Na, mal schauen. Hier habe ich zumindest eine ganz gute Sicht. Sie kann ja nur von dort kommen. Mal schauen. Das Medikit ist ziemlich verloren. Vielleicht hat ja einer von beiden Adrenalin. Da und dort. Na gut, ich bin hier so nah. Am Ausgang. Oh, die andere ist auch hier. Gut, Kotze. Oh, und ich bleib den ganzen lieben langen Scheißtag hängen. Geht sie der anderen hinterher? Vielleicht seht ihr dann, wie ich unbeugsam nutze. Sie farmt sie ab. Ja, ich glaube. Sie rennt ihr noch hinterher. So. Shit, sie ist hier. Ja.
ich heile mich mal selber, dann war das Medikit doch nicht ganz verloren. Oh shit. Bild ist halt auch super laut. Ich muss unbedingt noch mal raus. Oh, sie pusht mich jetzt raus, 100 Pro. Oder? Oh Mann, ey. Dann gebe ich ihr zumindest noch die Punkte hier. Oh, sie hängt. Nee, sie hängt nicht zum letzten Mal. Na gut, komm. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Komm, das schaffen wir. Ja, macht mir gar nichts. Oh nein, ich habe den Ausgang verpasst. Oh. Bitte. Oh nein. Ich dachte, er wäre weiter dort. Darf ich rauskriechen, ja? Wäre nicht die erste Runde, aus der ich rauskrieche. Aber ich kann auch einem guten Gewissens sagen, ich habe alles gegeben. Puh. Ich hätte vielleicht nicht aufmachen sollen, aber puh. Mal gucken, ob die andere noch rauskommt. Nee, das schafft die nicht mehr. Schade. Und nun? Warum hebst du sie nicht? Ach, sie hat Angst vor dem D-Strike? Aber sie hat den doch schon genutzt. Scheinbar. Warum? Sie wollte ihn in der allerletzten Sekunde jetzt noch retten. Also nicht retten, aufhaken. Hm. Weiß ich auch nicht. Schade, dass die Nancy nicht mit mir mitgekommen ist. Geliehene Zeit müsste ja getriggert worden sein. Ich habe keine tägliche Herausforderung gewählt. Ich hatte, glaube ich, eine gewählt. Ach ja, ich hatte eine tägliche Herausforderung, habe ich übrigens geschafft gerade. Und ich hatte eine Archivquest gewählt. Schaffe mindestens dreimal die goldene. So ein goldenes Emblem. Das habe ich jetzt ja geschafft. Ich wüsste eigentlich ganz gern, ob ich einen Pip gekriegt habe. Es sieht so aus, als hätte ich keinen gekriegt. Doch, ich habe einen gekriegt. So, da habe ich ihn. Ja, und oh, guckt euch das an. Das ist gut für mein Ego. Wow. Ja, GG. Bis zur nächsten Runde. Jetzt hat der Bill auch die Trophäe. Bis dann.